Ja, Ladies and Gentlemen, und jetzt sind sie da. Fury in the Slaughterhouse. Zumindest Bandmitglieder und die Fotografen sind wieder ganz rücksichtsvoll. Da muss ich mich halt auch ein bisschen von der Seite ranpirschen. So, da sind sie neulich noch beim Fernsehgarten, richtig? Exakt, ihr habt gut performt. War das jetzt live oder Halbplayback oder wie was? Und da sind sie eben noch beim Fernsehgarten. Guckt gerne in die Kamera. Und heute hier bei Dunkelziffer e.V. Ja. Gerne in die Kamera gucken. Ja, ne? Weil sonst haben wir nicht so im Seitenprofil. Welche Songs habt ihr performt? Das waren einige, das war nicht nur ein Song. Ne? Du meinst im Fernsehgarten? Fury in the Slaughterhouse war es. Es wurden zwei gewünscht. Ein neuer, Don't Give Up. Und Dead and Gone. Dead and Gone. Also Don't Give Up, genau. An den kann ich mich noch erinnern. Und das ist so ein richtiger Ohrwurm. Das ist ein richtiger Ohrwurm, ne? Ja. Schlimm. Den spielen wir heute Abend auch. Wie geht denn das? Ihr führt ja wieder gerade mal die Charts an. Und ich meine, ihr wart lange Zeit, also nicht jetzt medial so präsent. Wie schafft man denn das von 0 auf 100 wieder voll da zu sein? Und wo ist der Bassist übrigens? Erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang, vierter Gang. Man macht eine gute Platte. Ja. Ja, das ist es. Aber eure Fanbase habt ihr behalten. Und jetzt nochmal kurz einen Seitenblick, Vorderblick, genau. Vorderblick. Wir wollen dich an voller Schönheit. Ja, nochmal hier zu. Oder zu Don't Give Up, ja, kein Problem. Ja. Ich habe eine starke Schulter, an die man sich anlegen kann. So. Don't Give Up, ja, Don't Give Up von neuem Album von Hope. Wer hat's komponiert? Wer kriegt die GEMA? Da sind wir, glaube ich, alle dran beteiligt. Und Freund von uns auch noch, Volker Lechin. Passt zum heutigen Tag, zu Dunkelziffer, weil das der Titelsong ist eigentlich unserer. Wir haben ja Hope irgendwie weiter ausgeweitet, wir haben Hoffnung verändert alles und haben auf jedem Konzert eine gemeinnützige Organisation präsentiert, unter anderem auch Dunkelziffer. Toll. Das ist sozusagen der Titelsong zu der ganzen Zeit. Da wollte ich auch gleich überleiten, ich wollte halt nur ein bisschen erstmal über eure Musik gerade, weil ich habe euch im Fernsehgarten gerade gesehen und so. Wo ist denn der Bassist, wo sind denn die restlichen? Ach, die sind in Urlaub. Ach, so geht das hier. Nein. Es ist einiges los, wir teilen uns immer auf. Manche Sachen machen wir dann zu dritt, manche Sachen machen die beiden Jungs nur. Und Dunkelziffer ist so ein bisschen unser Baby hier und das haben wir uns darauf geeinigt, dass wir das heute hier, eine ganze Band auf die Bühne. Wir hatten noch wirklich kein leichtes Jahr. Also wir haben viel gespielt dieses Jahr und deswegen haben sie die Jungs in Urlaub jetzt auch verdient. Ist es wirklich so? Was ist denn das Erfolgsrezept einer Band über Jahrzehnte so lange durchzuhalten, weil ihr seid ja alles eigene Charaktere und das ist doch mit Sicherheit nicht so einfach immer. Gerade wenn der Erfolg mal nicht so da ist, wie hält man sich da zusammen? Was ist das Erfolgsrezept der Rolling Stones und von euch? Das gute Aussehen. Ja, okay, das ist das eine. Und zum Zweiten, was so Leitmotive? Na gut, wenn man es erstmal so weit geschafft hat, dass man in dem Alter ist, wo wir sind, und dann hat man so eine leichte Altersmilde. Dann das haben ist wir so albern, sich zu streiten noch, ne? Es ist einfach, sag mal, man hat vergessen, um was es ging. Genau, am nächsten Morgen. Weswegen wolltest du mich nicht mal hauen? Ja, das nochmal. Genau. Nein, aber es ist wirklich so, alles kann, nichts muss. Ja. Wir haben ein Veto eingeführt, wir reden mehr, wir unterhalten uns mehr und wir wollen einfach glücklich sein bei dem, und was wir tun. Und jetzt gibt der Erfolg euch wieder recht, ihr müsst zusammenhalten, ihr müsst zusammenbleiben. Ja, wir sind ja und hier. Jetzt möchte ich natürlich den Tourplan hören, weil viele Leute würden sich interessieren. Ach, der Tourplan, da bist du ein bisschen spät. Nee, wir hatten eine riesige Tour gerade zu Ende gebracht. Weil deswegen sind ihr im Urlaub. Gut, ich komme mir die Situation. Die Jungs sind jetzt im Urlaub. Ja. Okay, aber im nächsten Jahr, oder ist noch nichts mehr geplant? Im nächsten Jahr macht Fury erstmal so ein Ruhejahr sozusagen. Ja. Weil wir werden ein neues Album machen, das heißt, wir müssen schreiben und wir hören uns noch mal ein bisschen Ruhe. Ich bin und selber, 25 geht es wieder weiter. Ich bin selber Musiker. In welchen Studios nimmt man denn so auf, wenn man Fury in the Slaughterhouse? Das hängt immer davon ab. Wir brauchen immer so ein bisschen so einen Mentor, Mediator, Produzenten. Das ist in diesem Falle der unfassbar großartige, tolle, wahnsinnig überirdische, galaktische Vincent Sorg. Okay. Und der hat ein Studio, was er unglaublich großartig beherrscht, in der Nähe von Münster. Macht dort die Toten Hosen, macht die Broilers und ist ein... Der fängt uns immer sehr gut ein. Das finde ich schön. Also wenn ihr abschließend noch irgendwas über euch, was vielleicht Fans und Freunde interessieren könnte, noch erzählen, berichten wollt, ankündigen wollt, freue ich mich. Ansonsten ehrlich gesagt, geht auf die Homepage, Hoffnung verändert alles, guckt euch die Sachen an und wenn ihr Bock habt, seid dabei. Es sind kleine und große Organisationen. Wir heute hier haben bei Dunkelziffer eine wunderbare Organisation, die, wenn ich das hier heute mal so anschauen darf, absolut. Vor Jahren noch gar nicht da waren. Tolle Arbeit von Vera Falk und ihrem Team und seid dabei. Letzte Frage. Wer nicht auf der Tour war, der hat was verpasst. Das tut uns leid, aber heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder, keine Frage. Ah, und übrigens, gibt es heute noch eine kleine Live-Einlage? Ja, eine. Aber ohne vollständige Band, geht das? Ja, das geht auch. Okay, geht auch. Okay. A cappella oder unplugged? Unplugged. Mit Revolverhelden mischen zusammen. Mit Handpuppen. Ja. Das könnten wir sogar auch. Danke euch und wünsche euch einen schönen Abend. Alles klar, ciao. Tschüss. Ciao.
hat. Das heißt, wer jetzt noch die Taschen voller Geld hat, sollte sie definitiv leer machen. Und das muss nicht der sonst nehme ich sie mir mit nach Hause. So. Und die kleine Weisheit des Abends lautet: Geben macht viel mehr Spaß als nehmen. Time to cry, and this is not the time to sleep well.